Werd nicht übermütig, nur weil deine Kräfte zurück sind. Die ETZ hat's in sich, besonders bei der alten Stadt. Denk dran. Die Flüchtlinge aus der Stadt sind schlimmer dran. Wenn du ihnen helfen willst, finde Devrim Kay. Bergbautrupp. Erledige sie. Und weiter geht's. Gast. Und ich habe keinen Tee, den ich anbieten kann. Du wirst es überleben. Devrim Kay, der Achte, Stadtmiliz, als es noch eine Stadt gab, stets zu Diensten. Was für ein hübscher Haufen Glimmer. Halte sie fern, ich teleportiere ihn. Nun diene ich meiner guten Freundin Soraya Horfau. Tagespunkt 1, kontaktiere andere Flüchtlinge und berichte ihnen von der Farm. Wir müssen also ein Kommunikationsnetzwerk aufbauen. Und ich dachte, ich wäre ein guter Schütze, aber die Gefallenen machen es mir nicht leicht. Ich bin sicher, dass du dich dem Feind annehmen kannst. Ich weiß, was Hüter drauf haben. Okay. Ich glaube, wir sollten unsere Waffen...
haben den Glimmer. Aber ohne Ausrüstung können sie nicht mehr davon ausgraben. Da würden sie sich nur die Krallen abbrechen und weinen. Gut gemacht. Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. Ist ein Gefallenenhaussiegel. Aber keines, das ich kenne. Ich auch nicht. Scheint, als ob die Gefallenen es als eine Art Drohung aufgehängt haben. Kann mir vorstellen, dass man da draußen viel findet, wo eine Story dahinter steckt. Wir beide brauchen alles, was wir finden können. Guck mal, ob du in einem der Gebäude ein Depot findest. Sehr gute Arbeit. Wenn wir überleben wollen, müssen wir jede Chance nutzen. Halte deine Augen nach Brauchbarem offen. Wo wir schon von der Wildnis sprechen, an der Wand der Kirche ist ein Symbol. Geh doch mal gucken. Devrim, weißt du, woher das Symbol stammt? Ich glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben. Wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Oder beides. Sehen wir mal nach. Diese Region ist faszinierend. Ich glaube, Tunnel und Höhlen wie die, in der du gerade bist, erstrecken sich über die ganze ETZ. Wer weiß schon, was da unten lauert. Seid vorsichtig.
Mir ist gerade gelungen, einem Captain einen Schlüsselcode abzuluxen. Ich kann sicher dieses Depot öffnen. Die Augen nach anderen Verstecken und Schätzen wie diesem offen. Das ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. In der Zwischenzeit machen wir uns ans Eingemachte. Kommt den Kirchturm hoch. Ich setze gerade Tee auf. Willkommen zurück. Dieses Mal habe ich dir Tee gemacht, aber leider schon selbst getrunken. Sei das nächste Mal schneller. Okay, das Signal. Während du mit den Gefallenen gerauft hast, hatten wir hier Probleme. Hawthorne hat das letzte Relais auf dem Berg über den Salzminen platziert. Doch selbst aus dieser Höhe haben wir nicht die erwartete Reichweite. Irgendwie seltsam. Aber dieser Signalverstärker sollte das Problem lösen. Wir müssen ihn ihr nur bringen. Todeszone im wahrsten Sinne. Auf Wiedersehen, Hüter. Was gibt's? Bereit, wenn du es bist. Ein Treffer. Ein Treffer für jeden, den wir verloren haben. Thank you.
Ordnung, Devrin. Was gibt es als nächstes? Helft mir, die Botschaft zu verkünden. Wir schicken von der Farm aus ein Signal an alle Leute, die aus der Stadt geflohen sind, um ihnen zu sagen, dass sie hier sicher sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass es jeder überall hören kann. Verteile ein paar Signalverstärker in der Gegend. Das sollte klappen. Der Knoten hier ist online. Das Signal scheint bereits verstärkt zu sein. Das ging ja schnell. Ein Moment. Ich habe gerade einen Haufen Gefallene entdeckt, die auf dem Weg zu dir sind. Sei vorsichtig. Unter der Kirche muss den Rest der Gefallenen hervorgelockt haben. Es kommen immer mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass das Signal stark ist. Beeil dich besser und platziere den zweiten Knoten.